Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Eierspeisen aus dem Varoma. Denn wir machen heute Omelette. Wenn ich zu Hause Omelette gemacht habe, dann war das mehr ein Rührei. Ein Omelette ist wirklich ein fester Kuchen und ich habe das irgendwie nie gebacken gekriegt. Ganz ehrlich, seit ich weiß, dass man das im Varoma machen kann, gibt es das öfters, also Omelette und nicht mehr Rührei. Also ich mache nach wie vor auch Rührei, aber im Thermomix funktioniert das wirklich irgendwie besser. Dazu brauchen wir natürlich, wie gesagt, diesen Varoma und den Einlegeboden. Und hier kommt jetzt natürlich, damit das ganze, die ganze Eiermasse nicht durchläuft, kommt Backpapier dazwischen. Das könnt ihr euch zurechtschneiden, nass machen, reinlegen. Darauf achten, dass hier die Schlitze an den Seiten frei bleiben. Einfacher geht es natürlich hier mit unserem Thermigar. Das ist extra Garpapier für den Thermomix. Das hat, wie ihr seht, einmal schon die richtige Form, ist von beiden Seiten mit Silikon beschichtet und es hält die Seiten frei. Ja? Wenn ihr euch fragt, wo kriegen wir das? Das gibt es bei uns im Shop und zwar setzen wir euch den Link unten in die Videobeschreibung. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man immer wieder mal braucht, auch wenn man Fisch oder sonstiges gart. Also lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung. Passt genau, sitzt und es läuft relativ wenig aus. Wir mischen aber jetzt erstmal das Ei mit den Gewürzen und zwar habe ich hier 6 Eier schon mal aufgeschlagen. Das sind Eier der Größe L, also L. Dann haben wir 100 Gramm Milch. Ich mache ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz dazu. Als Salz nehme ich allerdings unser Kräutersalz. Denn das gibt dem Ganzen nochmal eine etwas delikatere Note. So, 10 Sekunden Stufe 4 vermischen wir die ganze Schose. Und dann belegen wir jetzt hier den Einlegeboden bzw. das Thermigarpapier im Einlegeboden mit diversen Dingen. Ich habe jetzt hier eine Tomate schon in mehr oder weniger kleine Stücke geschnitten. Das verteilen wir hier so ein bisschen drauf, dann setzt das Papier auch schön an. Dann haben wir eine Paprika, auch die habe ich in Würfelchen geschnitten. Wenn ihr wollt, für mich gehört das irgendwie dazu, weiß ich auch nicht, aber Schinkenwürfelchen gehören auf jeden Fall in ein Omelette. Ihr könnt natürlich auch Pilze reinmachen, ne? Champignons, was euch da so einfällt. Man kann da auch exotische Dinge reintun. Ja? Man kann vielleicht sogar ein süßes Omelette machen, weiß ich nicht, keine Ahnung, müsst ihr mal probieren. Ich mache jetzt so dieses klassische Bauernfrühstück-Omelette. Schinken, Tomaten, Paprika. So. Dann kommt die Eiermasse hier drauf. Ich stelle das jetzt mal auf den Deckel hier, weil es läuft doch immer ein bisschen was raus, das ist ganz klar. Gucken, dass das hier wirklich möglichst gleichmäßig liegt und nicht zu sehr unten ist, sondern gießen wir das hier rein. So, wie gesagt, wichtig ist, wenn ihr da selbst Backpapier holt, dass ihr die Schlitze freilasst. Ja? So, da ist schon das Limit erreicht. Noch ein bisschen rüberziehen, dass es da nicht rausläuft. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn das ein bisschen rausläuft. Aber man sollte es nicht übertreiben. So, ich habe den Mixtopf jetzt grob ausgespült. Einen halben Liter Wasser reingemacht. Jetzt kommt der Varoma, kommt oben drauf. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht noch mehr verploddere hier. Ja, es läuft doch ein bisschen raus. Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm, weil das stockt ja dann auch irgendwann. Zack, nochmal oben drauf, Deckel drauf, 20 Minuten, Varoma Stufe 1 und aus die Maus. So, 20 Minuten sind um und unser Omelette ist fertig.
bin ich mal gespannt. Es ist ja doch ein bisschen was runtergelaufen, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Das sieht auf jeden Fall nach einem Omelette aus. Ja? Kann man jetzt nicht anders sagen. Muss ich nur gucken, dass ich das irgendwie auf den Teller bekomme. So, dann schauen wir mal. Das ist sehr fluffig. Ich schneide das jetzt mal hier in der Mitte durch. Beziehungsweise ich mache mal so vier Hälften. Ja, das ist ja wirklich so ein, ich finde das wirklich so ein klassisches Ding fürs Frühstück. Das ist eigentlich ziemlich geil. Nee, hat eine schöne Konsistenz. Ich muss das jetzt nur noch irgendwie hier runterkriegen, ohne es komplett zu zerstören. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Wie gesagt, schöne, wie soll ich sagen, luftige Konsistenz. Also mir schmeckt das richtig gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger Tomate und ein bisschen weniger Paprika reinmachen können. So ist das halt jetzt doch noch etwas sehr fruchtig, aber ist ausgezeichnet. Und es gibt kein Ankleben und kein Wenden und nichts wie wenn man das in der Pfanne macht. Also ich finde das optimal so, und wie gesagt, einfach Ei mischen, Zeug rein, was ihr da reinmachen wollt. Wie gesagt, Pilze, Speckwürfel, Tomaten, Paprika, Champignons, was auch immer. Die Eimischung drüber, 20 Minuten, Varoma, fertig. Einfacher geht's eigentlich nicht. Probiert das gerne mal aus. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Na, ihr könnt euch natürlich das Backpapier auch zuschneiden. Besser geht's natürlich mit unserem Thermigar. Wir haben euch, wie gesagt, den Link unten in die Beschreibung reingesetzt, wo ihr das erwerben könnt. Probiert es einfach mal aus, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen oben da. Ich freue mich drüber und freue mich auch auf die nächste Kochsendung hier im Wunderkessel-Kanal. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.